Ah, komm schon! Krieg ich schon nicht 30 Stifte. Wow, Mr. Time Master, wow. Endlich grüne 3. Oh, Vettel erster, Alonso zweiter dann. Alonso dritter, Vettel zweiter, Hamilton erster. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Okay. Hallo, Mr. Was? Ich muss auf diese Reifen bis ins Ziel schaffen, ja? Ja, mach mal. Will ich sehen. Die Strategie ist ja durch. 3. Die Reifen platt. Ich hatte 2. Ja, natürlich. Feuer wird stricken. Aber der Regen hat zugenommen, habe ich das Gefühl. Ja, vielleicht fahren wir gleich noch auf. Auch ein paar Probleme. Hartley, Van Dorn und Stroll. Vor mir. Welcher Platz hast du, Mr. Lee? 15. Ja, 17. Was, 17? Ja. Ja, wenn ich dreimal in 3 Runden wechseln muss, um einmal grün zu bekommen. Ja, das ist bescheuert. Ah, oh, da ist Mist. Wieso bremst der Apfel? Weil es regnet und Rutschgefahr ist? Nee. Ich hab Dings ausgebremst. Ich hab Hartley ausgebremst und. Ja. So, 14% Intermediate ist eigentlich auch. Oh man. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 1,5 Sekunden. Scheiße. Was ist denn im Rennen alles schon passiert ist, ey? Wow. Ah. Der Benzinstand sieht super aus. Du hast ihn gut im Griff. Ja, Scheiße. Ich bin. Ich versuche hier mit mir in der. Genau, du schiebst mich ja mit mir. Drei Leute auf einmal überholt. Nice, Mr. V. Lieber wirklich. Komm, ich jetzt Safety Car. Virtuelle Safety Car. Geschwindigkeit sofort. Verstand einer oder schien. Zwei Leute. Langsamer werden, langsamer werden. Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Ja, ich fahre jetzt wieder. Oh. Ja, soll ich schleichen? Der Bobby schleicht auch nicht, der also macht. Nee, immer die Puppe schleicht von mir auf. VSC endet, gleich kommen die grünen Flaggen. Positives Delta bis zu den grünen Flaggen beibehalten. Beschleunigung, Renngeschwindigkeit. War auf welchem Platz? 15. Ich komme an der Kolonne nicht vorbei. Komm gerade an der Kolonne nicht vorbei.
Oh, ich hab keinen Flügel mehr vorne. Und kürzer ist wieder trocken, wird mir gesagt. Ich glaube nicht, dass die Ideallinie genug ist, um... Dieses Rennen ist gelaufen für mich. Lass uns noch eine Weile auf den Intermediates fahren. Ich aber noch lange nicht. Aber jetzt riskiere ich es einfach mal. Oi, geschafft. So, Vettel ist weiter. Mit einem Abstand auf Hamilton, der groß ist. Im Regen verbraucht man mehr Benzin als nicht, also normal. So, ich bin bei Time Master. Wo ist Time Master denn? Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 20 Sekunden. Oh, dann wirst du ja durchgereicht. Zu deinem Hintermann beträgt 2,5 Sekunden. Also ich ja. Wow. Sorry. Ja, Thomas hat mich gedreht. Oh, darf ich das doch bei dem Basel jetzt muss ich dich da... Achtung. Oh, was ist da? Schon wieder gelbe Flagge? Ja, aber Thomas langsamer gefahren ist. Der Regen hat fast Flügel aufgehört, oder? Ja. Ja. Der Regen hat aufgehört. Hast du noch einen Flügel getan, oder? Nein, ich doch, ich hab noch viel, aber nicht jetzt viel. Wetterbericht! Wetterbericht! Kein Regen. Die Bedingungen sehen gut aus. Intermediates passen gerade am besten. Time Master teleportiert sich in die Box. Time Master ist raus. Oh. Ja, ich bin schon. Versuch mal nach zu joinen. Ja. Ja, wechselt man jetzt schon? Wo ist es noch zu rutschig? Ich hab noch mal ein paar Runden. Das ist echt klein, die Welt, ja. Aber im Moment nicht an Vettel ran. Und die Ruckler sind auch... ist genau bei mir. Ja, ich weiß. Die Ruckler sind auch auf, haben auch aufgehört. Oh, jetzt hab ich auch weg. Oder jemand hat zur 11. Platz supportet. Ja, vielleicht Vettel nur, weil genau Time Master wieder beigetreten. Oh, da ist jemand raus. Wer denn? Keine Ahnung, ich fahr gleich dabei vorbei.
Ericsson, glaube ich. War gleich dabei. Ericsson? Ne, er fährt weiter. Er fährt weiter. Er ist direkt vor Basel, das Auto. Das stand kurz. Ja. Leclerc. Leclerc. Ich kann jetzt nicht anhören. Ja, ich wollte es ja auch gar nicht. Ich dachte, dann katapultiere ich jetzt die. Ich habe da Elchen überholt, jetzt kommt mal irgendwann. Wasser ist beigetreten. Klar, Boxenstopp in dieser Runde. Wucht nicht. Hey, probier's jetzt schon. Vielleicht klappt's ja. Oh, da ist Ocon oder Perez raus. Ja, fertig. Los jetzt. Komm schon, noch rauskommen. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Ja, stimmt. Als du rausgeflogen bist, ist deiner aus der Box gefahren. Ja, naja, eigentlich hat dich umgestellt, dass er Superstopp bekommen ist. Bei mir ist er gerade erst reingefahren. Jo! Vielleicht war es doch zu früh. Okay, das war zu früh. Oh shit, scheiße. Bin ich schneller, bin nicht schneller und hab noch mehr Probleme, Verstappen ist ran. Ich hab nächste Runde falsch war, rein für die neue Reihe. Ich arbeite mich gerade die Menschenkette wieder hoch. Was bist du grob? Jetzt 15. wieder, von 19 hoch. Ich bin gerade 6. Sechster? Du bist ja hinter Verstappen. Oh fuck, und ich hab sch**telt. Ich hab die gerade hart zu kämpfen. Ja, ich muss jetzt an die Das DRS wurde aktiviert. DRS ist jetzt aktiviert. Jetzt gehen wir in Pizzas. Ja, ich gehe. Jetzt ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ja, jetzt gehen wir in Pizzas. Super soft. Sollte bis Ende reichen. So. Ja. Obwohl die. Der Abstand zum Auto weg. Vor dir beträgt 4. Meiner Wechsel auf. Ja, einige Wechsel geht's auch auf. Ja, rot ist gewagt. Nein, 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 nein! Nein!
Mr. W ist raus aus dem Rennen. Nein! So ein Scheiß! Hülkenberg fährt sogar mit Gelb. Ich fahr auch Gelb. Eingefahren mit Gelb. Okay. Ich bin auch ein bisschen früh reingegangen, glaube ich. Ich bin schneller. Auch Geld. So, wir gehen in der Box. Okay, alles klar. Hamilton ist in der Box. Gerade drauf, ja. Die noch kriege, ich glaub's nicht. Nee, ich hasse. Nicht reingefahren. Doch, Vettel fährt rum. Scheiße. Okay, der Wagen hinter dir fährt jetzt mit super weichen Reifen. Wagen hinter dir jetzt auf ich hätte super vielleicht weichen doch rein. Reifen. Ah, da hätte ich aber nun. Taktisch glaube ich nicht clever gewesen von mir. Scheiße. Was macht man zur Zeit? Immer den Platz anrufen. Obwohl Mr. B. Wie soll ich Hamilton überholen? Versuche ihn zu überholen und einfach wegzufahren. Ja, weil da kriege ich blaue Flagge und. Ja, dann versuch wegzufahren. Ja. Und kriegt seinen Windschatten und danke sehr, Hamilton. Gib alles. Und war das auf Platz 9? Wow. Jetzt. Hamilton einfach hinterherfahren. Ja, fahr hier mit, mein Ben. Ja, das ist das Beste, was man kann. Das ist schon, weil er muss ja alle überholen. Auf Zeitstrafe. John, bitte. Und hab ich beim Vettel auch gemacht. Ich hab ihn einfach überholt und weggefahren. Tschüss, Hamid. Was? Oh,
Also Teamkollege. Ne, Teamkollege ist 32 Sekunden vor. 8,4 Sekunden auf Vettel. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 8,5 Sekunden. Also um die 9 Sekunden bis zu deinem Vordermann. Mhm. Oh, da ist Time Master. Mhm. Krieg blaue Flagge. Fährst du rot, der Rest. Ja. Und der ist bekommen vom Time Master, danke. Fuck, echt von dir. Hey, er muss doch durch mich durchfahren. Na scheiße. Bleib aber professionell. Okay, oh Gott, ich bin doch gar kein Boxenstopp. Der Abstand zum Hintermann beträgt 22,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 16,1. Oh, nur noch 4 Sekunden. Oh. Dann hau ich mal die Zeit in rein. Was hilft dir? Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 7,4 Sekunden. Du fällst pro Runde um ein Zehntel zurück. Sie fahren mit neuen Superweichen. Ihre Reifen sind 6 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,12,7. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 7,4 Sekunden. Sieht so einfach aus. Mm, danke. Ist gar nicht einfach. Jemand die Kurve abzuschneiden. Und der erste zu bekommen. Danke sehr. Nee, NPC ist es okay. Jo, 20 Sekunden noch. Okay, der Abstand zum Hintermann beträgt 26,3 Sekunden. Jetzt kann ich erst richtig, also die Runde davor, da konnte ich erst richtig normal fahren. Sonst bin ich immer noch minimal gerutscht. Ich fahre schon lang normal. Ich ist schon trocken seit langem. Weiß ich. Aber du rutscht das Auto. Jetzt probiere ich einfach zu viel rauszunehmen aus den Kurven. Nur noch 15 zum Verstappen. Ja.
Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,2 Sekunden. Komm, vielleicht krieg ich Zettel doch noch. 8 Zehntel auf, 8 Zehntel. Sie fahren mit alten, superweichen Reifen. Ihre Reifen sind 8 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 12,5. Mist. Obwohl du durchsichtig bist. Ups. Das ist ein bisschen zu viel. Und da ist Vettel. Oder? Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,7 Sekunden. Ja, das ist Vettel und davor ist Vettel. Boah, kann ich noch Erster werden? Mara? Hier hinten noch. Können wir das so schaffen. 5 Runden kommen wir mit dem Mercedes. Kann ich noch Fünfter werden? Achso. 10 Sekunden. Oh, super. Ich gebe alles. Der S-Fenster. Aber Vettel ist auch an Hamilton dran. Was ist denn mit Hamilton los? Irgendeiner von den drei Fehler und die Spitze fällt raus. Ich hätte kein Problem damit. Hat Hamilton die S gekriegt? Hat eine Frechheit von Hamilton. Hamilton war kurz hinter Vettel. Ja. Deswegen hat der DS bekommen. Also kurz durchsichtig. Ist das. Das Max, das da. 3 Sekunden noch, das war. Sieht so aus. Ja, da ist. Da oben ist es nicht. Und noch vor direkt A. Gut gemacht, schön überholt. Schön überholt, sagt er. Jawohl! Schaden angesehen und denken, dass du weiter. Es kostet zwar etwas Zeit, aber das Rennen ist ja fast vorbei. Komm schon, Hamilton. Nee. Ah, Hamilton ja, konnte einfach nicht ziehen. Ich könnte nicht schieben, wenn Alex ihn reinrat. Was? Ich war vorne. Er ist nämlich. Sandwich. Naja, genau. Oh, Hamilton ist weit abgeschlagen. Ich bin Vierter dann. Und Verstappen Fünfter. Mann. Jetzt Vettel nochmal kriegen. Einen angeschlagenen Kotflügel. Mit keiner Verletzung. Ja, was mein Bo. Aber
Ich gebe zu, das war nicht dasselbe. Nee, das ist Troll, ja. 17. Das ist ja die Kampfjahr. Unser Abstand zum Hintermann beträgt 6,6 Sekunden. Ich dachte, ihr wärt auch nicht gewesen. Runde. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Ne, ich glaube nicht. Weil der macht jetzt so einen blöden Fehler, dass er noch rausfliegt. Nein, bitte. Oh, das hört er. Blink, meine letzte Runde. Fuck. Jetzt, oh komm schon. Ah, mit dem kaputten Flügel geht's nicht. No. Ja. Blöde Berührung mit dem Flügel. Flügelschar? Oh. Da. Da. Durch die Seelinie. In der NPC rein. Ja, das war der verrückte Preis für Österreich. Damals Vettel erster, ich weiter, Hamilton dritter. Und vierter Bazaar. Hätte vielleicht noch warten sollen, bevor ich angreife. Er hatte ja noch eine Runde Zeit. Aber viel zu viel riskiert. Hast du gesehen, der hat schon graue Haare von deinem Faster. So, ich Vettel von 4 gestartet auf 1, ich von 7 auf 2. Das war ein Tag für Ferrari. Und 1 auf 4. Letzte Rundenzahl mit 1,9, 1,66. Ich habe nur 1,10, 1,33. Timemaster ist, der NPC ist auf 18 gefahren. Ich bin gut in Zeit fahren, yeah, danke. Mr. LW ist auf 19, weil er ausgeschieden ist. Peres Feuer ausgeschieden. Schauen wir mal, nein, das schauen wir gleich. Das schauen wir erstmal die Ereignisse an. War ja Runde 2. Kollision mit Harley, Harley Stroll. Verursacht Kollision. Ey, da hat's geleckt wie Sau. Timemaster hat mich. Timemaster, du hast mich berührt? Ja, anscheinend schon. Der hört einfach so, ja. Ja, ja. Alex? Guck mal bei Fahrer, bei mir, die Reifen. Ultrasoft, Supersoft, Ultrasoft, Intermediates, Supersoft. Gönn dir. Warum nicht? Fehlt ja. Doch gelb. Nee, ich hatte keine gelb. Ja, da fehlt doch gelb, habe ich ja gesagt. Achso, da fehlt noch gelb. Ja, ich hätte auch auf rot wechseln sollen, vielleicht wäre ich dann noch besser gewesen. Naja. Gelb und red, alles gut. Leclerc hat Ultrasoft, Supersoft, Intermediates und Soft. Mr. LV hat auch genau das gleiche. Ne, Ultrasoft, Soft, Supersoft und Intermediates.
Eieieiei. Schauen wir mal uns mal die Fahrerrangliste an. Hamilton bleibt auf Platz 1. Abstand verkürzt sich. Um 28 Punkte nur noch auf mich. Vettel ist auf 3 vorgefahren. Gleich viele Punkte mit wie Verstappen. Und Barca ist auf 5 zurückgefallen. Mit 102 Punkten. Weiteren. Perez ist ausgeschieden, hat keine. Also es sind nur die ersten 5, um die es eigentlich geht. Und Mr. LW immer noch keine Punkte wie Time Master. Schwarzes Jahr für Renault. Konstrukteurrangliste: Ferrari bleibt auf 1. 31 Punkte Vorsprung vor Red Bull. Haben noch mal ein bisschen ausgebaut. Mercedes auf 3 mit 161. Ja, gut. Nur Hamilton holt Punkte, von daher. Nächstes Rennen. Würde ich sagen: holt Mr. LW Punkte. Time Master ebenso. Barca schaltet aus und ich werde Erster. Dann sind wir alle zufrieden, alle glücklich. Und das war schön geräuschert nach meinem Namen. Hat man überhaupt nicht gehört. Ja, habe ich wirklich nicht. Nein, wirklich nicht. Oder es war nicht beabsichtigt, aber. Na, das nächste Rennen. Ich habe schon wieder vergessen. Großbritannien, genau. Großbritannien. Oh, ja, ja, wir sehen uns in Großbritannien. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Formel 1 2018. Schöne Abschlussworte. Bis dahin.